Okay. Willkommen zurück zu No Man's Sky im Synthesis Update. Das Problem an der Sache, ich wollte euch jetzt zeigen, was im Herz der Galaxie passiert. Was ist praktisch gesehen? Hier. Ah, das Problem an der Sache. Ja. Ist es es? Ich habe jetzt noch einen Sprung. Zum Weg der Galaxie, zum Herz der Galaxie. Ihr seht, da sind rundum keine Sterne mehr. Und da ist irgendwo. Da beginnt das. Das wäre jetzt eine Sprungreichweite von. Boah, was will das sein? Geschätzten 3000. Sag ich jetzt mal. Das Problem ist, da passiert nichts. Ich kann da jetzt sagen, ich will dahin. Zeig, kannst du dahin fliegen. Dann ist da ein Frachter. Problem ist, ich kann da nicht hinhüpfen. Ja, jetzt habe ich halt das Problem, was genau ist das jetzt hier? Ich meine, er sagt mir, ich spring darüber. So, machen wir so. Bleiben wir lange oben, hört es? Zack. Er rennt dahin, bleibt da stehen. Es passiert hier irgendwie nichts. Also ich bin gerade ein bisschen planlos. Eigentlich habe ich mir gedacht, dass das schon jetzt irgendwie was, irgendwas Tolles ist. Ich meine, es ist ja schließlich der Sinn von dem Spiel. Also, Sinn. Es ist ja schließlich... Warum springst du deppet immer wieder dahin? Es ist ja schließlich der Sinn davon, dass man dahin kommt. Problem ist, ich habe mir gesagt, das ist ein Urlaub und der Part, yay, yeah, super, toll. Am Arsch. Aber volle Kanne. Was? Was mache ich da jetzt? Sitze ich da in so einem kleinen Sternsystemhaufen? Oder kleinen Haufen von was weiß ich was? Jetzt in die andere Richtung loslege? Will ich hier wieder besternen? Zu denen ich sowieso nicht hinkomme. Ja, irgendwas hast du jetzt. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal da einen kleinen Punkt setzen, ja? Und werden wir jetzt auf irgendeinen Planeten da mal setzen. Nehmen wir mal den da. Der. Also eh da, wo wir gerade rumhängen. So. Jetzt habe auch meinen Phasenstrahler upgraded ein bisschen. Der schießt jetzt wesentlich länger zum Farben von Tritium. Absolut cool. Prinzipiell an dem Basis von irgendwem. Checken wir die mal aus. Und werden uns da auch mal eine kleine Base aufbauen. Die nennen wir dann neben Herz das Herz der Galaxie. Mein Problem ist jetzt wirklich, wie komme ich da hin? Was das jetzt? Ich meine... M und M Purple. Kommunikationsding, mit dem kann ich vielleicht sogar mehr an. Man muss sagen, ich sage mal, cooler Palette. So, schau mal. Hallo. Hätte es die Base? Wo ist denn jetzt das Kommunikationsterminal da? Da ist. Hey! Follow my name. Von wem ist das? Cut irgendwas. Schau mal. Enthält eine Mitte und andere Reise. Sie lautet Follow my name. Cut 593. Ja.
wir jetzt verborgene Dinge da suchen. Irgendwie interessiert es mich jetzt aber wirklich jetzt. Ich fliege mal zu der Base darüber. Wenn das das Einzige ist, was da wirklich jetzt da highlightet, fliegen wir mal darüber. Wenn das jetzt nichts ist oder man da nichts kann, das muss ich aber ganz ehrlich sagen, ja, ganz ehrlich, dann bin ich von Nomad Sky machen doch wesentlich sehr stark enttäuscht, weil jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, fliegt stundenlang daher und es geht, dann tut sich da nichts. Oder ich kann nicht hin. Wäre ja anders auch gegangen. Leute zu verarschen wäre anders auch möglich gewesen. Angry Librarian. Eingeloggt als Gast. Einsatzbereit begrenzt und nicht verfügbar. Ist es passend? Nein. Nee, gar nicht. Trottel. Mal nett, dass ich da einen Speicherpunkt ersetzt. Das ist wirklich mal nett. Das ist für. Hat sich der jetzt wirklich die Mühe gemacht und da irgendwelche Löcher graben? Okay, ich würde mal sagen, frustrierter Mensch, der da angefangen hat, Löcher zu graben, beziehungsweise irgendjemand anders, der das gemacht hat. Ja, wieso fahre ich das Boy jetzt immer? Vielleicht ging das mal vor ein paar Patches, aber das. Hat bei mir ja auch schon mal nicht hingekommen. Es geht ja nur in der Reichweite von einer Basisstation, soweit ich das jetzt irgendwie in Erinnerung habe. Ja, er ist online und das Stromnetz ist überladen. Ich nehm das schon mit, ja. Das will ich nicht. Ich fühle mich jetzt wirklich total verarscht gerade, also ganz ehrlich. Ich habe keinen Hinweis darauf, was ich tun soll. Ich habe keinen Hinweis, ob es überhaupt ging, was ich vorhab. Aber wozu zeigt dann mal das Herz der Galaxie, wenn ich da im Endeffekt dastehe, nicht rein kann, nicht raus, nicht rein, nicht hin kann oder sonstiges. Und steht der Spielerbase. Mach das mal weg. Wach! Was ist passiert? Ich habe mich selbst gesehen. Sag denen, ich will weitermachen. Außer des Krieges und die Rechte haben. Habe ich davon geträumt. Und das Leuchten dieser Perfektion. Das Grab des gefallenen Reisenden ist mit einer Glyphe markiert, mit einer Grabinschrift einer uralten Technologie. Ich erhalte eine Glyphe, mit ihr die Fähigkeit, unbekannte Welten zu bereisen. Ich
lasse den gefallenen Reisenden in Ruhe. Was habe ich jetzt für Fähigkeiten gekriegt? Außer genau nichts. Scheiße, kann man nichts anfangen. Könnte ich da bauen? Also abreißen kann ich da nichts. Eingeloggt als Gast, begrenzt. Oh, No Man's Sky. Warum wirkst du mir eigentlich ständig eine rein? Okay, was mache ich da jetzt? Aua. Scan das nochmal kurz. Ja, was genau soll ich jetzt da? Ich hab da das Grab von den dämlichen Reisenden. Kann ich jetzt irgendwas bauen, was ich vorher nicht konnte? Hm. Ich komme da jetzt irgendwie gerade nicht ganz drauf klar, was ich das machen soll. Ja, auch die Missionen sagen wir ja nichts, ne? Ja, das war wurscht. Nee. Deine meinte, folge meinen Namen. Ja, was? Ich kann dem da ja nichts dazu bauen, gell? Aber warte mal. Eine Erlaubnis zum Bauen. Ich kann da gar nichts machen. Vielleicht hat das sogar kaputt gemacht. Das ist jetzt ziemlich lästig, weil da eben nichts geht. Das ist, ja, das ist ja. Man sieht, wie deine Glitch das mal gegeben hat. Drei schnell nebeneinander, dann passt's wieder. Ja! Ich flieg mal kurz da weg. Den Planeten dürften sich schon mehrere was gebaut haben.
Basiscomputer. Stell mal her. Ja, schon. Ich will das beanspruchen, das Ding. Ja. So. Jetzt bauen wir da geschwind ein paar. Immer Metall. Jetzt kommen aber Bodenplatten her. Ja. Ach nee, falsch. Und bauen wir es daher. Damit. So. Da haben wir eine Technologie hinten, allgemein. Nutzt die Einheit? Nö. Nachrichten, irgendwas brauche ich jetzt auch nicht. Ein Portal wäre gut. Stoff Nanorohr. Ey, ich habe schon so lang nicht mehr rumgespielt mit dem. Ah ja, da. Und eine Batterie daher. Ein Reaktor. Kabeln. Mal alles rein, was geht. So, mach mal. So, Basis umbenennen. Nahe Herz der Galaxie. Fast. So, ziehen wir nochmal rein, nochmal raus. Ich sag speichern. So, und jetzt? Was jetzt? Wir sind neben dem Herz der Galaxie, es passiert genau nichts. Ja, ich bin echt angepisst gerade, wirklich. Also, ohne Scheiß. Vielleicht kann man ja irgendwas machen da, aber das Problem ist, was... Ja. Kann man das irgendjemand erklären? Na, okay. Dann lasse ich den Part mal, wie er ist. Der Purple-Typ. Gut, ich lasse den Part mal. Ich habe ja im Endeffekt was rausgefunden. Nämlich, damit ich nicht weiterkomme. Ja, ist total lästig gerade, ich werde sehen. Okay, gut, dann werden wir es so machen. Ich beende den Part. Sollte da irgendetwas mir noch einfallen, werde ich es euch mitteilen und anhängen an dem Part. Okay, Leute, dann, wenn nichts mehr passiert, war's das. Danke. Das ist jetzt nicht ganz aus mit No Man's Sky, aber ich sag mal. Sollte sich da jetzt nicht irgendwas ergeben gehabt, wird dann meine Parts seltener kommen. Es tut mir wirklich leid. Und ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Okay, ich check das mal aus. Und dann... Otteln. Und melde mich wieder. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal in No Man's Sky. Bis dann. Lasst ein Abo da. Hämmert die Glocke, dann verpasst nicht, wenn ich rauskriege, wie ich zu der dämlichen Galaxie mitte komme, sofern man dahin kann. Wenn nicht, bin ich extremst enttäuscht von dem Entwickler und kriege jetzt bald einen Nervenanfall mit denen, aber okay. Also, Glocke hämmern, Abo hämmern, nichts verpassen, bis zum nächsten Mal. Wenn wer einen Tipp hat oder es weiß, bitte in die Kommentare damit und
würde mich freuen. Bis dann und ciao. Okay, wir versuchen das jetzt nochmal. Vielleicht kriegen wir da irgendwas hin, aber ich kannst du nur noch mal fixieren? So. Ja. Wird. Ha! Ha! Ja! Gedrückt halten! Auch wenn man es nicht sieht. Drauf geschissen. Aber es passiert was. Na gut, ich habe eine Baseball, das ist ja schon mal gut. Und dann passiert jetzt was? Das ist jetzt original der Abspann mit dir. Das ist geschafft, fertig. Du bist dort, das war's. Okay, ich halte mal die Klappe. Bis der fertig ist dann mit seinem Rollback. Okay, ich würde die Klappe halten, aber was zum Henker macht das Ding da gerade? Position resetted. You're at the beginning. Wow. Also etwas spektakulärer wäre schon cool gewesen. Ernsthaft? Ich habe über eine Trilliarde Planeten, wo ich eh erforschen kann. Der entdeckt eine neue Galaxie. Die haben da keinen Superplaneten oder irgendwas hingemacht, dass das spannend wird. Bin nach wie vor enttäuscht. Bissl. War es doch recht aufwendig, da hinzukommen. Geht dann jetzt so zack, zack, fertig. Aber okay, schauen wir mal. Ernsthaft? Im 19. Jahrhundert warte ich nie darauf, erkundet zu werden. Hi, jetzt ist alles kritisch beschädigt. Alter! Dusch! Sonst schon schief. Visier. Bin ich jetzt komplett blöd, oder? Trottel. Mal eine Raumschiff mal. Oh Gott. Ja, aber ist das jetzt das Einzige, was das Ding macht? Das schmeißt mich in eine komplett neue Galaxie? Ist eigentlich alles kritisch beschädigt, oder?
Ferritstaub. Das ist alles kaputt. Das gibt's ja nicht, oder? Das. Na, nee, oder? Ey, bitte, was soll denn das? Was. Mann, jetzt mal ernsthaft, was soll ich scheiße? Ah, das ist nur ein Hin und Her jetzt, oder? Ja. Nur ein Hin und Her. Was soll ich scheiße? Ich kann eigentlich genau gar nichts gerade machen. Ich kann nur deppert rumrennen. Ich werde irgendwo hin katapultiert. Ich kann nichts abbauen, weil mein Laser kaputt ist. Hab natürlich auch nicht alles mit, was ich jetzt brauche. Kann jetzt mühevoll. Nee, also ganz ehrlich. So ganz Ding bin ich da jetzt nicht damit. Kann ich mal mit meinem Raumschiff jetzt abheben? Gut, ich. Warum habe ich auch keinen Ferritstab mit, aber. Rechne mal mit sowas. Ich meine, geht's noch? Oh, dann, das ist auch kaputt. Geleg mich doch. Steig ich doch mal ein. Ja, das ist alles im Arsch. Ich hab's schon mitgekriegt, ja. Danke. Versagen. Schiff geleert, Grundrechtintervention. Übertragung. Ja. Ich bin gerade ein bisschen ruhig, weil ich bin entsetzt, will ich jetzt nicht sagen, aber ich bin entsetzt. Ich verstehe nämlich jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was ist der Sinn hinter dem Ganzen war. Ich kann nichts machen. Alles kaputt. Ich kann nichts abbauen, mein Laser kaputt. Ich bräuchte Ferrit, ich habe kein Ferrit. Ich kann nur da reinschauen, ob ich. Was kann man dazu? Ferrit wandeln. Dann hat es ja einige Sachen gegeben, das hat funktioniert mal. Wenigstens funktioniert mein Wandler noch. Was könnte man da. Was kann man dazu Ferrit wandeln? Nö. Nö. Ja. Auch nicht. Also Glas, Parfümium, Ferritstaub, okay. Passt. Aber das ist ja nicht der Sinn von dem ganzen Scheiß, oder? Ist das ernsthaft jetzt der Sinn davon? Gibt's ja nicht. Ich weiß ja nicht mal, wie viel ich da brauchte, um den Minenlaser wieder hinzukriegen. Jawohl. Und kann ich das mal abbrechen, bevor man dann mein ganzes Ding kaputt macht. So. Das meiste meiner Technik ist Jetpack. Reparieren wir das alles mal. Das ist ja. Na. Nee, also. Danke für nix, Hello Games. Danke für gar nichts. Das ist einfach, also, irgendwas kommt, was mich umhaut, bin ich angepisst. Aber voll. So, das ist mal repariert. Das kann man aufladen, das ist wurscht.
Raumschiff. Alles im Eimer. Ernsthaft. Alles im Arsch. Nächstes kann man starten. Ja, ist der Impulsantrieb ist kaputt. Ein hermetisches Siegel bräuchte man dafür. Das hätte ich im Frachter sogar. Ich glaube, ich kann das Zeug sogar herstellen. Kann das sein? Ja. Nee. Na, nee. Also, ich bin jetzt kurz ruhig, sonst muss ich die ganze Zeit fluchen. Also, ich lege jetzt mal kurz eine Pause ein. Was, wenn es da nicht, alles Mögliche mit hast, ja? Bist eigentlich schon im Arsch jetzt, aber Vollgas. Oder hast ewig zum Ton? Ja, genau. Was, dann habe ich das richtige zuerst repariert. Die Kabelbäume gehen wir jetzt ab. Ich kann ihn nicht mehr herstellen. Und die hätte ich am Frachter noch irgendwo, soweit ich weiß. Multi-Werkzeug. Alles hinüber. Nee, also. Sorry, aber das. Mal kurz ins Weltall. Dann hole ich meinen Frachter und dann pfeife ich drauf, wenn das jetzt alles war. Was sagt denn das Ding jetzt so? Orbitalstation Koordinaten empfangen. Verstehe ich es nicht. Jetzt soll ich zu der Atlas-Station hinfliegen wieder. Nachdem das Ganze eigentlich für ein Arsch war, was ich da gemacht habe, soll ich da jetzt hin. Aha, okay. Da schaue ich noch rein, dann lasse ich es. Weil jetzt ist mein Geduldsfaden langsam ein bisschen überstrapaziert. Jetzt muss ich ehrlich aus, dass ich bin stundenlang jetzt dämlich rumgesprungen. Und jetzt bin ich in der neuen Galaxie. Alles schaut wie vorher. Unten könnte, da ist eine Mission, die kann ich noch probieren. Und jetzt ist was genau? Nix. Für den Arsch alles. Mal raten. Und um da irgendwas auf die Reihe zu kriegen, fehlen mir jetzt wieder die Ressourcen, ne? Würde mich ehrlich gesagt jetzt überhaupt nicht wundern. Ich bin mir sicher, das ist wieder der Scheiß von letztes. Also den Schluss von dem Game hätten sie sich echt ein bisschen besser überlegen können. Das hat überhaupt keinen Sinn, dass ich das mache. So betrachtet jetzt hat es nicht wirklich Sinn.
Wie gesagt, außer da passiert jetzt noch irgendwas super Tolles. Kann nicht so sein, dass es wieder eine Trillion Planeten da generiert worden sind. Was so ist. Ja, ich habe keinen Plan, was du redest. Mach jetzt irgendwas Sinnvolles. Schaffen wir mal was Neues. Erneut, muss man dazu sagen. Welcher Quest bitte sagt mir jetzt, macht das. Ey, echt? Na. Also. Zu viele Spiele gespielt in meinem Leben. Wirklich. Also, aber das Ending, was kein Ending ist, sondern ein Neuanfang, was aber nichts bringt, da ich ja alles schon kann, eigentlich, bis auf die Tierfütterstation, was ich nie gebaut habe, ist es ein bisschen mager. Also, sollte sich da nicht noch was enden, muss ich leider jedem sagen, Spaß euch den Weg dahin. Irgendwie ist das für ein Arsch. Ja, ich fließe raus, hol noch die Anomalie, rede mit dem Typen und dann schauen wir mal, was der von sich gibt. Weißt du, in Diablo 3, wenn du Max-Level hast, du machst alles nochmal oder immer wieder, kriegst Paragon-Level. Aber was zum Henker mache ich hier? Kann ich da meinen Schifffrachter auch herholen? Ja. Ja, also ich weiß wirklich jetzt gerade nicht, was ich sagen soll. Ich muss leider sagen, ich bin irgendwie überfragt. Ich habe keine Ahnung. Wenn es das gewesen sein sollte. Sollte. Oder war es das mit den regelmäßigen Parts von No Man's Sky? Bis zum nächsten Content-Patch, der garantiert kommt. Da mache ich mir keine Sorgen drum. Aber das ist lächerlich. Also, gibt sicher Leute, die sehen, wow, das Spiel, tiefsinnig und das Spiel war toll und Ding. Aber, ja, ich bin kein nicht dazu. Echt jetzt? Fick dich. Fick dich einfach, wirklich. Der Typ, die interessiert das alle nicht mal. Es ist ihnen eigentlich scheißegal, ja. Gratuliere, wir sind wieder da angekommen, wo wir vorher waren. Also würde ich jetzt mal sagen, das ist so ziemlich das meiste gewesen. Hä? Was habe ich jetzt angewählt? Ja. Egal.
Ja, das war so ziemlich das meiste in dem Spiel. Ich denke, ich mag das Spiel, auch wenn es sich jetzt gerade nicht so anhört. Ich bin gerade ein bisschen deprimiert. Ich denke mal, dass das trotzdem weitergehen wird. Das ist ja ein cooles Schiff. Ich denke mal, dass weitergehen wird. Es kommen garantiert, das haben es bei Steam Awards Trailer zeigt, es kommen garantiert neue Sachen. Man wird auf jeden Fall noch was zu tun kriegen. Aber jetzt gerade bin ich gerade ein bisschen angepisst. Das heißt so viel wie, wir schauen uns das beim nächsten Mal wieder an. Gut, dann danke ich euch für jeden, der zugeschaut hat, für jeden, der vielleicht das irgendwann anschaut, für jeden, der noch einen Part gesehen hat. Lasst einen Kommentar da, was haltet ihr von dem Ende? Ich, ja, meine Meinung habt ihr jetzt, glaube ich, 15 Minuten lang gehört. Gebt mir Bescheid, sagt, was ihr davon haltet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es kommt sicher wieder sowas. Schaut euch Darwin Project an, das ist ein gutes Spiel, free to play, ein anderer Battle Royale Shooter. Videos natürlich in meinem Kanal, Glocke hämmern, Abo hämmern, dann verpasst nichts und werdet auf jeden Fall informiert, wenn es etwas Neues gibt. Bald kommt Ark, Genesis, dazwischen vielleicht nur Übergangsspiel, schreibt es drunter, was ihr gerne sehen würdet, ich bin für alles offen. Was meinem Spielstil entspricht, und das seht ihr auf meinem Kanal, eher Survival Shooter, eher Survival oder Shooter. Und ja, ich spiele auch andere Sachen. Plan probieren oder so, asymmetrisch, Multiplayer à la, wie hat das geheißen, Last Year. Ja, okay, gut. Dann danke. Noch einmal erneut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, habt eine schöne Zeit. Bye, was auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao.